Wir hatten uns jetzt ziemlich lange auf das Königreich der Kergiten versteift, sage ich mal. Deshalb wird es Zeit, dass wir den anderen Reich mal wieder zeigen, was Sache ist. Den Nords hatten wir Grunwalder wieder abgenommen. Und den Rodox nehmen wir jetzt eher Gellon wieder weg. Los! Keine große Sache, wie ihr seht. Alles wunderbar. Am liebsten wäre es mir, wenn wir uns hier erstmal sammeln würden. Oh, geh halt aus dem Weg, du Lappen. Dass die immer vor einem stehen, ey. Oh, Däne. Was machen die mit Absicht? Das ist Mobbing. So, ich mach mich doch mal einen Schritt nach oben hier, ne? Lass das! Jetzt reicht's, Angriff! Damit. Verschwindet da hinten, ihr Schützenlümmel. Upsala. Verschwindet. Ich will das nicht. Au! Wollt ihr mich eigentlich? Ich unterstütze dich, wo ich kann, du Ritter, der da angreift. Ah, ah, ah! Wer, wo, wann? Euch alle fertig. Warum kann ich keine treffen? Oh shit. Ja, wer war das? Ich zeig dich an. Die letzten paar Feinde hier und ich geh drauf, oder was? Sag mal, wollt ihr nicht vielleicht aufgeben? Geht doch. Weil eigentlich habe ich keine Lust, hier noch mehr Leute zu verlieren, ne? Aber bei der Schlacht habe ich jetzt ganz schön Leute gut gemacht, sogar wenn man sich mal hier anguckt, was ich so alles bekomme. Ich habe 100 Leute, yeah! So befördern. Ich brauche meine Fürst nicht. Ich schaffe das auch alleine. Ein paar Verwundete mit am Start. Was soll's? So. Maras. Das wäre natürlich auch mal wieder eine schöne Aktion. Die Burg wieder zurückzuholen. Und dieses Angenehme hier. Meine Fürsten müssen aber auch mal was machen. Die können nicht den ganzen Tag dumm in ihren Festungen sitzen.
So gewinnt man keinen Krieg. Und ich gedenke, diesen Krieg zu gewinnen. Und ich gedenke, ganz Calradia einzunehmen. Und dafür brauche ich Fürsten da. Na, wo wollen wir denn hin? Na, wo will ich dir denn hin? Ich krieg dich! Ich hab dich! Sehr schön! Und Angriff! Holen wir uns das Pack! Also Isola kann sich echt glücklich schätzen, dass sie mich hat. Also ich bin ja hier der Rambo des Mittelalters, ey. Mittelalters, genau. Was ich hier erledige, das schafft kein anderer Fürst hier. Ich bin voll der King. Komm schon, das sind Rodox. Macht sie fertig. Ich sehe keine Feinde, es ist zu dunkel. Tötet! Hörst du zu mir? Ja. Jetzt macht sie halt fertig, ey. Ich habe keine Lust, hier den ganzen Tag warten zu müssen. Hey! Die gehört zu mir? Das sehe ich am Banner. Das ist voll mein Banner, Alter. Das müssen Freunde sein, wenn sie meinen Banner auf ihrem Schild gekritzelt haben. Aus dem Weg, du Ritter am Spieß. Oder mit Spieß, besser gesagt. Geht doch. Ja, nee, ihr habt zu lange gebraucht. Denkt mal ja nicht, dass ich euch jetzt lobe. Nicht mal Gefangene abgestaubt. Zah. Wenigstens keine Verluste. Läuft. Oh, es läuft kacke. Wieso sind da so viele Leute drin, Mensch? Aber ich gebe mein Bestes, das kriege ich schon hin. Ich schaff das, ich weiß es. Zum Angriff! Boah. Infanterie-Angriff, Kavallerie-Angriff. Die Schützen bleiben mal hier. Vernichtet! Vernichtet dieses Pack! Ah, ich bin so gut! Ich bin so megamäßig toll! Alle Mann zum Angriff, würde ich mal sagen. Wir haben hier erstmal ordentlich aufgeräumt, die Mauern. Aber die haben sowas von keine Chance gegen uns. Übermacht hin oder her, die zu... Elaine, du sollst eigentlich kämpfen und nicht da faul am Boden liegen. Du bist ein Feind! Ah, ich kann nicht so kämpfen. Ich muss so kämpfen, dafür bin ich da. Ah. Mann, die bewegen sich zu viel. Nehmt doch mal die ganzen Schützen hier weg, ey.
und keine Pfeile mehr. Getötet! Wo sind denn eigentlich meine Leute, wenn ich sie mal brauche? Wieso metzle ich hier gerade ganz alleine rum? Oh, ich bin sowas von in eine Todesfalle geraten hier. Ich komme hier auch im Leben nicht lebend raus gerade. Da kommt doch her, wenn ihr was wollt. So, jetzt kommen wir mal von unten hier auf die Treppe. Jetzt nicht sie weg. Es wird ein bisschen gearmbrustet hier. Ah. Mit der Armbrust habe ich aber nicht so viel Übung wie mit dem Bogen, deshalb dauert das hier eine Weile, bis ich was Ordentliches treffe. Aber was soll's. Hauptsache überhaupt was treffen. Kommt schon. Meine Armbrustfähigkeit steigt und steigt. Ich frag mich nur, was hier gerade losgeht. Meine Armee stand doch schon fast im Innenhof. Das ist nicht gut. Dass die jetzt weg sind, ist gar nicht gut. Boah, wie viel hältst du aus? Ah, daneben. Hat wir ein paar Bölzchen? Bei mir sind sie irgendwie ausgegangen. Aber wir gewinnen. Wir sind hier gleich fertig. Du hast Bölzchen, die ich aber nicht nehmen kann. Armbrustbolzen! No. Ja! So gefällt mir das. Da stehe ich doch drauf, da stehe ich doch drauf. Hier ist aber der Bock. Aufgeben wollen sie nicht. Dann warten wir bis morgen und dann haben wir den richtig eine von Latz. Diese Schweine, die haben mich besiegt. Und haben mich ganz schön viele Männer gekostet. Aber wenn wir die Burg einnehmen, soll mir das recht sein. Angriff. Wie können sie da jetzt nicht mehr haben? 37 Gegner? Wo nehmen die denn die Gegner noch her, Mensch? Habe ich schon mal gesagt, dass ich es hasse, in der Dunkelheit zu kämpfen? Und zwar enorm. Nein. Erledigt. 19 Gegner noch. Kommt mal alle zurück, wir müssen uns hier nicht unter Beschuss nehmen lassen.
Das haben wir gar nicht nötig. Was willst du denn? So, ich geh jetzt mal gucken, was da los ist. Sind ja auch nur noch 6 Feinde. Was macht denn die Leiche da? Verschwindet! Du wabbelst komisch rum, das macht mir Angst. Ich will dich gerne treffen, ich kann aber nicht. Nicht immer auf den Peter. Gibt's noch Gegner? Hört sich nicht so an, ich höre da in der Ferne jubeln. So, ich habe einige Leute verloren. Diese Schäden muss ich ersetzen. Wirklich ersetzen kann ich die zwar nicht. Fast 50 Männer verloren, aber... ich kann den Schaden wenigstens etwas... erleichtern, sage ich mal. Und damit ist auch Burg Maras wieder in unserem Besitz. Die haben sich Kolmar geholt. Diese blöden Nords, ey. Irgendwer muss doch mal ein bisschen Frieden mit mir schließen, Mensch. Das kann doch nicht sein. Der komische Rodok-Fürst hier ist anscheinend abgehauen. Nee, da ist er. Holen wir uns! Angriff! Angriff! Ich bin davon überzeugt, irgendwann wird es mal Frieden geben mit irgendwem. Und wenn ich die Rodoks vernichten muss, um Frieden zu erhalten, dann werde ich die Rodoks halt vernichten. Ich glaube, ich werde jetzt mein Hauptaugenmerk sowieso auf die Rodoks richten. Die haben fast nichts mehr. Wird Zeit, dass die platt gemacht werden. Ich müsste auch mal wieder zu einem Fürsten von meinem Reich reiten und den sagen, Feldzug beendet und so, damit ich irgendwann wieder einen ausrufen kann. Denn momentan wollen die ja nicht mehr folgen. Da sollen die ruhig zu Hause bleiben und sich erstmal ordentlich aufbauen. Tötet sie endlich! Oh, neue Gegner. Ah, ein Baum. Bäume sind gefährlich. Ich will, dass dieser Baum in Ketten gelegt wird. Bis ich entscheide, wie ich mit diesem Verrat umgehe. Hallo. Ey, keine Pferde töten. Seid unversagt, ne? Ich bin unterwegs. Ich helfe euch, wie ich kann. Oh, du bist tot. Tut mir aber leid. Und das war's. Wieder mal ein glorreicher Sieg. 2 tote Waffenknechte. Wie ich sowas hasse. Naja, aber wenigstens haben wir gewonnen. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Oh, viele, viele Ritter. Und viele, viele Waffenknechte. Und viele, viele Scharfschützen. So gefällt mir das. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.